Und nun möchte ich Herrn Professor Czernikat das Wort übergeben. Ihn muss ich nun wirklich in dieser Cancer Community nicht vorstellen. Sie sind ja auch weit über diese Community im ganzen Land bekannt. Es wäre ja wie Thierry Carrel bei den Chirurgen vorstellen, wenn ich Sie hier noch weiter vorstellen müsste. Also vielleicht ganz kurz Chefarzt Onkologie, Kantonsspital St. Gallen, Präsident OncoSwiss und Krebsforschung Schweiz. Herr Professor Czerny, Sie haben das Wort. Danke sehr. Es ist mir nach diesen beiden exzellenten Referaten von Salome von Knajerz und Katrin Kramis jetzt mehr ein Bedürfnis, ein bisschen die kulturelle Seite dieses Prozesses und vielleicht auch ein bisschen den Blick über die Landesgrenze hinauszuziehen. Deshalb hat Katrin dieses Slide der Vorgehensweise noch übernommen. Und es ist mir ganz wichtig, nachdem doch immer wieder Klagen gekommen sind, warum werden wir nicht unterstützt bekommen, Sitzungsgelder, ich weiß nicht, Fahrspesen und so weiter. Das haben wir versucht, noch einmal ganz klar zu machen. Es ist der Sonderfall Schweiz hier. Stellen Sie sich vor, Bundesrat Maurer würde einer Gruppe von Aviatik-Begeisterten sagen, beschafft uns die Grippen. Aber leider habe ich nur 180.000 Franken, dann würde jeder den Kopf schütteln, wenn Sie etwas über die Grenze schauen und sehen, was ein Cancer Program oder ein Plan Cancer, das war eine Sache, die Herr Chirac in Paris in die Landschaft gesetzt hat, und Sie dann schauen, dass Sie zwei- und dreistellige Euro-Millionen-Beträge dafür freisetzen und ganze Institutionen neu konzipieren und neu bauen. Und wenn Sie nach Deutschland schauen, die übrigens unser NKP 1 angeschaut haben und auch auf einen Krebsplan gegangen sind und den mit ganz anderen höheren zweistelligen Millionenbeträgen jetzt mal ausstaffiert haben, dann sehen Sie schon etwas, dass wir hier das Prinzip der Subsidiarität, das ist ein wirklich Bottom-up-Approach. Und das ist auch gerechtfertigt, das wurde immer wieder jetzt hier schon gesagt, wir haben ja eine hohe Qualität in diesem Land. Warum muss man noch das und jenes machen? Aber wir wissen auch, dass wir, wenn wir koordinativ vorgehen, dass wenn wir Synergien produzieren in diesem so multikulturellen und geografisch diversen kleinen Land, dass wir dann selbstverständlich die enormen Herausforderungen, die jetzt kommen, nämlich, dass wir eine biomedizinische Revolution haben, die uns in sehr hoher Kadenz neue Optionen in Diagnostik, Therapie bringt. Wir haben eine neue Patientengruppe, die ganz andere Anforderungen hat an ihr Leben, an ihre Lebensgestaltung, an Lebensqualität. Wenn wir das alles noch in eine sehr ressourcenenge und ressourcenkompetitive politische Umwelt hineindenken, dann sehen wir, wenn wir hier Best Use von unserem Wissen, von unserem Können und unseren Ressourcen machen wollen, dann können wir das nur machen, wenn wir diese Kleinheit, aber auch dieses Karat, das in diesem Land, in all diesen Disziplinen da ist, wenn wir das koordiniert machen, uns keine unnötigen Doppelspurigkeiten leisten. Und Subsidiarität, das ist schon ein bisschen auch diese Idee von Kennedy, ask yourself what you can do for the country und nicht das Umgekehrte. Und wenn wir das auf unsere Professionalität oder unsere Multiprofessionalität nehmen, dann ist es wichtig zu realisieren, dass Sie Ihre Arbeit schon hervorragend machen, aber Sie machen sie vielleicht in einer Ecke und andere Leute erfinden das auch nochmal, dass Sie vielleicht schon vor 3 Jahren begonnen haben zu machen. Und wenn Sie das koordiniert machen über die Kantonsgrenze, über die Sprachgrenze hinaus, dann werden Sie sehen, dass das viel mehr Spaß macht, so zu arbeiten, dass das viel motivierender ist. Und wir liefern Ihnen mit diesem kleinen Katalysator-Motor hier die Grundlage, dass Sie sich treffen können, dass das auf der politischen Ebene sichtbar wird. Wir tragen das zusammen, das Anliegen, auch Defizite, das Qualitäten, die wir gemeinsam weiterentwickeln können, auch dann entsprechend ankommen, realisiert werden.
und dann hoffentlich auch, was auf der versicherungstechnischen Seite, materiellen Seite gefordert werden muss, die entsprechende Unterstützung finden. Das heißt, die Umsetzung von diesen verschiedenen drei Gebieten, von diesen 7 Themen, 15 Projekten, also aus diesem Strategiezusammenzug, das ist eine koordinative Aufgabe, die wir hier sehen, wie das gesagt wurde. Wir werden keine Aufträge hinausgeben können, aber wir werden Lücken, die wir finden, werden wir versuchen, Akteure zu begeistern dafür, dass sie das zu ihrer Sache machen und in diesem Prozess helfen, auch neue Gebiete oder Gebiete, die noch etwas Rückstand haben, vorwärts zu bringen. Wir haben gesehen, dass wir doch so etwas gewohnt sind, dass man uns anfragt, machst du das und mit welchen Ressourcen, dass man aber sagt, dass das, was du sowieso machst, mach es koordiniert mit deinen Kolleginnen und Kollegen, kommt zusammen und bringt das auf eine nationale Ebene. Und auch dort helfen wir, wenn es darum geht, Projektunterstützung zu bekommen. Wir haben relativ eine gute Übersicht, wo auch Gelder vorhanden sein könnten, um solche Projekte dann möglich zu machen. Aber zuerst muss man das schreiben, das ist häufig Wochenend- oder Abendarbeit für uns, das kennen wir alle. Und wenn sich Leute mit einer hohen Motivation zusammentun, das zu machen, dann können wir sehr wohl helfen, dass das eben dann auch im Sinne einer Projektfinanzierung möglich ist. Und hinter dem allem ist ja die Absicht, eine möglichst hohe Qualität für die Patienten und die betroffenen Familien zu generieren und für alle Patienten, wo auch immer sie in unserem Land sind, versuchen, dass sie alle die Möglichkeit haben, von einer optimalen Diagnostik, Therapie, Betreuung zu profitieren. Also diese Chancengleichheit ist uns enorm wichtig und Sie wissen, dass wir in einer Welt sind, wo auch immer wieder die Zweiklassenmedizin so als Damoklesschwert mit sich bewegt in der modernen Medizin und das ist klar, dass wir das nicht möchten. Wenn wir ein bisschen weiterschauen, die Schweiz hat die WHO, hat die UICC, einer der letzten und langjährigen Präsidenten war ein Schweizer, Franco Cavalli. Es gibt auch ein World Oncology Forum, das wird jetzt im Oktober das zweite Mal stattfinden. Das ist ein relativ kleiner Club von knapp 100 Leuten weltweit, die sich um diese Themen kümmern. Es gibt von der WHO Vorgaben, wie man mit Krankheiten, die häufig sind und die zu den Hauptleidensverursachern auf diesem Planet gehören, umgehen soll. Und es ist auch eine Vorgabe der WHO, dass die Länder einen Krebsplan haben sollten. Und das ist natürlich klar, der sieht anders aus in Afrika oder in einem asiatischen Land als bei uns. Aber das sind alles nur sinnvolle Aktionen auf einer nationalen Ebene, wenn sie aufgrund von soliden Daten, sprich Krebsregister, dort sind wir jetzt angelangt, und aufgrund von koordinierten Vorgehensweisen gemacht werden. Das hat dazu geführt, dass die UNO die Krebserkrankungen zu einem Weltproblem erklärt hat. Das war längere Zeit nicht so. Das hat damit zu tun, dass diese Definition der Krankheiten als Chronic Disease, heute sind die meisten Tumorpatienten im Schnitt leben mehr als 5 Jahre mit ihrer Krankheit, erfüllen damit auch diese Prämisse. Und es ist weltweit gesehen die Todesursache Nummer 1. Bei uns in der Schweiz ist es bis zum 75. Lebensjahr die Todesursache Nummer 1. Und insgesamt sind es immer noch kardiovaskuläre Erkrankungen. Aber weltweit gesehen ist das nicht so. Wir haben in unserem Land jetzt 300.000 Leute, beziehungsweise etwas mehr, wenn wir das extrapolieren von unseren Zahlen 2010, die mit Krebs oder nach einer Krebserkrankung leben. Diese Leute nehmen rasch zu. Das wird bis ins Jahr 2030 noch sicher so sein, aufgrund der demografischen Vorgaben. Und die haben große Bedürfnisse für ihre Betreuung bis zur Sekundärprävention, Tertiär, was auch immer sie wollen. Und wir müssen Antworten finden, wie wir das bewältigen können.
Und ich habe hier noch, ich habe das so ein bisschen als Zettel, die so auf dem Tisch liegen und irgendwann wieder der Beachtung und Bearbeitung bedürfen, gedacht. Und eine Zahl, die mich erschreckt hat, die ich so fast nicht fassen kann, ist, was sind die indirekten Kosten? Die G20 zusammen mit großen amerikanischen Organisationen macht immer wieder solche Berechnungen, und der jährliche Burden im Sinne von vorzeitigem Tod, Invalidität etc. an indirekten Kosten ist mehr als 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr durch Krebs weltweit. Also das muss man sich vorstellen, das ist das ist dieser rote Balken hier. Also es gibt keine einzelne Erkrankung, die volkswirtschaftlich gesehen weltweit eine derart große Bedeutung hat. Das hat dazu geführt, dass beim ersten World Oncology Forum die Herald Tribune und das Lancet diesen Punkt aufgenommen haben. Sie haben das vielleicht gesehen, es war eine Serie von etwa 5 sehr wichtigen Papers, die diese globale Situation versucht haben zu erfassen, und hat das Krebsproblem als Problem weltweit auf die G8 bzw. G20 Agenda gebracht. Das möchte ich Ihnen einfach ein bisschen sagen, weil ja Forschung und alles, was hier entwickelt ist, das hat keine Grenzen, das ist international. Und wenn wir jetzt als die kleine Schweiz diesen Prozess eines Plan National Cancer oder einer nationalen Strategie gegen Krebs gemeinsam machen und wir sehen, dass wir das mit einem kleinen materiellen Aufwand an Koordination machen können, dann werden wir hier nur Erfolg haben, wenn die Subsidiarität, das heißt, wenn Sie mit einer hohen Motivation mithelfen, in Ihrem Gebiet, Ihrem Aspekt zu diesem Thema national beizutragen. Wir werden schauen, dass wir das immer wieder abfragen, dass wir Ihnen helfen, die Sekretarielle, die ganze Logistik Ihnen zur Verfügung stellen und hoffentlich auch immer wie mehr mit verschiedenen Akteuren zusammen Projekte machen können. Und vielleicht noch ein letzter kleiner Punkt. Als Herr Berset letzten Sommer zusammen mit damals Herr Conti die Unterschrift gegeben haben zu diesem Strategie-Paper und wir dann im Herbst angefangen haben mit diesen Foren und verschiedene eingeladen haben, dann kommt natürlich diese Doodle-Umfrage oder es kommt dann irgendwo ein fixes Datum. Es können nicht immer alle teilnehmen, das ist uns bewusst. Aber es war in dieser frühen Phase absolut notwendig, dass wir ganz schlank gestartet haben, eigentlich mit 5 nationalen Organisationen. Und es war ganz klar, dass immer wie mehr Akteure dazukommen. Aber es werden vor allem die Akteure sein, die aktiv mitmachen wollen. Wir werden dort Rückenwind geben, wo bereits Aktivität da ist und dort, wo wir sehen, dass etwas fehlt. Und das, es gibt solche Gebiete, da sind wir daran, uns zu überlegen, wie wir diese Lücken füllen können. Also, was hier gemacht wird, die Cancer Community ist ein offenes Gefäß, es ist niemand ausgeschlossen, es gibt auch keinen Unterschied, ob das aus der privaten Sektorseite oder aus der Public-Sektorseite kommt. Es geht darum, dass die Leute die Qualität und Zusammenarbeit und diese nationalen Strategiepunkte, die jetzt ausgewählt wurden von der Politik, unterstützen wollen, dass die zusammenkommen und dies möglichst effizient machen können. In diesem Sinne danke ich all diesen vielen Leuten, die hier immer wieder zusammengekommen sind, das NKP1. Es sind über 100 Leute, die dort letztlich mitgeschrieben haben, beim NKP2 noch ein bisschen mehr. Wenn man schaut, wie viele Ziele formuliert wurden, wir jetzt 15 haben, dann ist das etwa 10% von diesen Zielen. Also es waren weit über 120, wenn ich das im Kopf habe, also ein bisschen mehr als 10%. Das heißt, wir sind uns bewusst, es wurde nicht alles ausgelesen, aber das war die Response der Politik, die hat gesagt, von diesen vielen, vielen Möglichkeiten priorisieren wir diese und deshalb sind wir jetzt in diesem Winkel unterwegs mit diesen Projekten. Also herzlichen Dank allen, die hier mithelfen
Und auch diejenigen, die jetzt nicht mehr da sind, sind sehr viele heute auch nicht da, die ganz wesentlich mitgeholfen haben. Merci vielmals.